Wolbachia ist ein Bakterium, das in den Fortpflanzungsorganen von bis zu 75% der Insekten lebt und das nicht ohne Folgen. Wolbachia hat nämlich 4 Strategien entwickelt, um die Fortpflanzung seines Wirtes zu manipulieren. Dafür muss man wissen, dass das Bakterium ausschließlich von der Mutter über die Eizellen übertragen wird. Männliche Insekten können zwar ebenso von Wolbachia infiziert werden, aber übertragen das Bakterium nicht auf die Nachkommenschaft. Gut, für die Männer könnte man denken, aber dem ist nicht so. Wolbachia ist nämlich in der Lage, männliche Insekten in weibliche zu verwandeln. Diesen Vorgang nennt man Feminisierung. Generell ist Wolbachia auf Männer nicht so gut zu sprechen und sorgt einfach dafür, dass Weibchen sich mit sich selbst fortpflanzen können. Das nennt man auch Parthenogenese. Die Männer werden schlichtweg für die Fortpflanzung nicht mehr gebraucht. Das kommt Wolbachia sehr gelegen, da dies nur die weiblichen Eizellen für die eigene Verbreitung braucht. Je mehr Weibchen, desto mehr Wolbachia. Sollten dennoch ein paar Männchen in der Population vorkommen, wird als dritte Strategie das Male Killing eingesetzt. Kurz und knapp, Wolbachia tötet alle Männchen. Und last but not least gibt es noch die zytoplasmatische Inkompatibilität. Ist ein Weibchen mit einem Stamm von Wolbachia infiziert und will sich mit einem Männchen fortpflanzen, das den gleichen Wolbachia-Stamm in sich trägt, so ist die Nachkommenschaft ebenso infiziert und überlebt. Geschieht dies nur mit einem anderen Stamm, so sind die Eier nicht überlebensfähig. Trägt das Männchen Wolbachia in sich, das Weibchen nicht, so werden die Nachkommen nicht weiterleben. Das Bakterium stellt also sicher, dass so viele als mögliche Nachkommen seiner selbst vorhanden sind. Das kann man sich auch zunutze machen. Krankheitsübertragende Insekten, die einen bestimmten Wolbachia-Stamm natürlicherweise in sich tragen und so wieder Nachkommenschaft produzieren wollen, brauchen einen Partner, der denselben Stamm in sich trägt. Im Labor kann man so nun Wolbachia-infizierte männliche Moskitos durch Antibiotika von einem natürlichen Stamm befreien und diesen mit einem neuen Stamm infizieren. Treffen nun die Männchen auf die Weibchen und wollen sich fortpflanzen, entstehen aufgrund der zytoplasmatischen Inkompatibilität keine potenziell gefährlichen Nachkommen mehr.